sehr wesentliches Identifikationsmerkmal in der gesamten visuellen Identität. Und als solches muss es möglichst knackig und prägnant sein. Und das kann ich nicht mit einfach nur grafischen Elementen und Bildern ersetzen. Daher ist ein Logo notwendig. Das ist ein langwieriger kreativer Prozess, den man natürlich optimieren kann. Langwierig ist er nur, wenn das Ganze nicht zielgerichtet passiert. Das ist zumindest die weit verbreitete Meinung. Wir können aber in aller Regel tatsächlich das Ganze in aller Kürze abfrühstücken. Wichtig ist, dass man sich auf das Wesentliche fokussiert. Also wie bei allen anderen Kommunikationsmedien und Gestaltungselementen sollte man sich fragen, wer ist meine Zielgruppe, wen spreche ich eigentlich mit diesem Logo an und was ist Kern meiner Identität, was will ich zum Ausdruck bringen und das Ganze auszuarbeiten und da als wesentlichen Grundsatz, ein Logo ist so lange nicht gut, wie ich noch Elemente entfernen kann. Also es kommt hier wirklich darauf an zu reduzieren und auf den Punkt zu kommen. Man sollte schon bei der Erstellung die verschiedenen Einsatzzwecke mitdenken, auch welche, die jetzt nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe anstehen und generell auch die unterschiedlichen Medien und die damit einhergehenden Anforderungen. Das heißt, wir haben eine Breite an Screen-Medien und dementsprechend Endgeräten, angefangen beim Smartphone bis hin zum großen Display, aber eben auch die physikalischen Anwendungen, beispielsweise Beschriftung, Beschilderung, Druck auf Briefbogen und ähnliches. Und das alles muss ich mitdenken, mitplanen und sollte dementsprechend auch verschiedene Formate bereitstellen. Ganz wichtig ist, dass ein Logo vor allen Dingen auch im Vektorformat erstellt wird und nicht nur im Pixelformat, sodass das eben skalierbar bleibt und auch bei großen Druckanwendungen oder eben auch bei Anwendungen auf hochauflösenden Displays wie bei Retina-Displays von Apple scharf und knackig daherkommt. Das machen in aller Regel tatsächlich Design- oder Kommunikationsagenturen, die aber eben sich insgesamt mit der Kommunikation befassen sollten oder mit der Identität der Organisation, damit sie ein sinnvolles Logo schaffen können. Es empfiehlt sich in aller Regel nicht, weil ein Logo doch ein sehr wesentliches Element der visuellen Identität einer Organisation ist. Das heißt, wenn man so will, ist es etwas sehr Persönliches. Kaufe ich ein Produkt von der Stange, habe ich natürlich sehr wenig dafür bezahlt, es ist aber auch austauschbar und kann eben nicht so gut zur Bildung einer Identität beitragen, wie es ein individuell entwickeltes Logo tut. Also die untere Preisschiene, was man so findet, auch vielleicht durch Online-Recherchen, liegt irgendwo bei Tagessätzen von 750 Euro. Aus meiner Sicht kann das nicht gut funktionieren, weil ein Tag schlicht und ergreifend nicht ausreicht, sich vollumfänglich mit den Merkmalen der Identität, der Marke, Corporate Design, etwaigen vorherigen Entwicklungen und so weiter auseinanderzusetzen. Im Optimalfall ewig. Es muss natürlich durch geänderte Anforderungen über die Zeit optimiert oder modernisiert werden, aber ein gut entwickeltes Logo kann tatsächlich für die Ewigkeit halten, wenn es auch knackig genug und optimiert genug ist. Hier braucht man sich nur an den großen Endverbrauchermarken zu orientieren. Nehmen wir mal Shell, was über die Jahre immer wieder optimiert wurde, modernisiert wurde, aber im Kern gleich geblieben ist.